Hallo und herzlich willkommen beim Ötztal-Blog. Ötz. Zum gemeinsamen Konzertabend luden das Symphonieorchester Ötztal unter der Leitung von Landesmusikschuldirektor Klaus Strobel und das Schülerblasorchester Groovin' Kids mit Dirigent Georg Klieber in den Saal Ötz. Während das mit Streichern und Bläsern besetzte Ensemble klassische Werke von Beethoven oder auch Bolero von Maurice Ravel zur Aufführung brachte, gestalteten die Jungmusiker ihr Programm unter anderem mit moderneren Klängen, von den Beatles bis hin zu James Brown. Ötztal. Schnelle Fahrzeuge, dröhnende Motoren und jede Menge Action boten die Motorsport Days in der Area 47. Ein vielfältiges Showprogramm wartete mit tollkühnen Stunts auf 2- und 4-Rädern sowie spektakulären Kartrennen auf. Darunter Lokalmatador Florian Praxmacher sowie Christoph Deutschmann als Meister der Balance. Ganz aus der Nähe ließen sich die Gefährte dann im Rahmen einer Ausstellung betrachten. Sölden. Erstmalig vergab der Tiroler Schafzuchtverband den sogenannten Lammfleisch-Innovationspreis an ausgezeichnete Betriebe. In der Kategorie Innovation ging das Hotel Bergland in Sölden als Sieger hervor. Nicht nur in der Küche findet das Tiroler Bergland Verwendung, sondern auch in der Ausstattung des Designhotels, bei dem viele natürliche Materialien rund ums Lamm zum Einsatz kommen. Ötztal. Am Sonntag, den 26. August, ist es wieder soweit. Der Ötztaler Radmarathon lockt Zweiradsportler aus der ganzen Welt nach Sölden. Die Startplätze sind heiß begehrt und so wurden vor kurzem aus einem Topf von 19.000 Voranmeldungen aus 41 Nationen insgesamt 4.733 Teilnehmer ausgelost. Das stärkste Kontingent stellen Radsportler aus Deutschland mit über 2.300 Teilnehmern. News und Neuigkeiten gibt es auch online unter ötztalblog.com. Sölden TV. Hier bist du der Star.